Oh, da kann ich ja lange draußen warten und suchen. Sultan hängt hier bei Vivaldi rum, die Sau. Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1 mit dem Ameisenkönig. Mensch, wir haben in der letzten Folge schon Sultan gesucht und mir fiel noch ein. Wir haben uns ja eher mit Verdächtigen beschäftigt. Du gehst nicht aus dem Haus. Gut. Ach, er kehrt den Boden. Los! Kehr den Boden. Los! Ja. So machst du es richtig, ja. Vivaldi müssen wir noch fragen wegen einem Buch, was wir für Kalkstein brauchen. Aber erst einmal Sultan. Hey. Ja? Ja? Könnt ihr mir etwas über mein Silberschwert erzählen? Was? Ich? Ein einfacher Zwerg? Shani meinte, dass euer Wissen über Waffen beispiellos ist. Na gut. Versilberte Klinge, ein Kern aus Stahl, eignet sich als Zweihänder. Solide Handwerkskunst, aber nicht perfekt. Von Runen habe ich keinen blassen Schimmer. Danke. Kein Problem. Das war's schon, mehr nicht? Habt ihr einen Moment Zeit? Was liegt euch auf dem Herzen? Das philosophische Frage hatten wir schon. Also eigentlich nichts. Ja? Also eigentlich nichts. Lebt wohl. Nice, okay. Haben jetzt die Quest geschafft. Erhalten Rune der Erde. Wir haben jetzt eine Rune bekommen. Ich besitze ein echtes Hexerschwert von höchster Qualität. Ja, das wusste ich auch schon. Anscheinend haben wir jetzt hier eine Rune der Erde bekommen. Sie kann auf die Klinge eines Silberschwertes eingeschrieben werden. Hört sich ja geil an. So, Vivaldi. So, wir brauchen für deinen Nachbarn noch ein Buch. Was führt euch hierher? Oh, dein Bart, der flattert gleich weg. Pass auf, halt ihn fest. Ich hoffe, ihr bekommt euer Kapital wieder. Diese Bank befindet sich seit Generationen im Besitz meiner Familie. Und jetzt dazu ein Mensch. Nennt ihr das Gerechtigkeit? Hä? Lebt wohl. Ach so, jetzt verstehe ich das Ganze. Okay, der Questlog, der hängt noch hinterher. Also das habe ich ja schon mal erwähnt, dass man bei älteren Spielen so bis zu dem Jahr, wo hier The Witcher rauskam, mal drauf achten muss, dass einige Spielelemente, die eigentlich einhergehen sollten, nicht ganz einhergehen, wie zum Beispiel Questlog und eigentlicher Questfortschritt. Hier haben wir das zum Beispiel mit dem Moment. Al-Ghul-Vertrag. Ich habe hier eben noch eine Quest gehabt, Mysteriöser Turm. Wo? Ja, genau, hier war es eigentlich eben noch so, dass der stand, hey, Vivaldi muss dir doch das Buch geben, da er draußen ist. Das hat er uns aber eigentlich schon gegeben. Hier. Genau. Ains of Aur. Ich lese das mal vor, weil das zwei Bücher sind, die eigentlich relevant sind für später, da wir uns ja mit dem mysteriösen Turm im Sumpf beschäftigen werden. 10 weltliche Elemente, 10 Meilensteine. Alles entsprang diesen 10. Sucher, öffne die Augen, blicke zurück in deine Vergangenheit und du wirst fündig werden. Der deinen Pfad kennt, verfügt über Weisheit und ist gewillt, dich daran teilhaben zu lassen, so er denn darum gebeten wird. Dein Herz hingegen birgt keine Liebe, doch da ist jemand, der die Barmherzigkeit kennt, der fähig ist zu lieben. Du, der du blind warst, tauche ein in deinen Geist, deine Erinnerungen. Dunkel und gefährlich ist der Pfad, der von der Versklavung zum Königreich führt. Eine dreifaltige Göttin, Jungfrau, Mutter, altes Weib. 3 Gesichter, 3 Gnadengaben, Verstehen, Macht, Ruhm. Um sie zu erlangen, sind Opfer und Gebete vonnöten. Das Fundament liegt in tiefster Tiefe. Lasse dich nicht von flackernden, unsteten Feuern in Versuchung führen. Bezwinge den Tod und dir wird eine Belohnung widerfahren. Der Sieg wird nur dem gewährt, der den Wächter bekämpft. Jener, der den Weg durch labyrinthartige Mysterien weist, wird dir die Krone des Bewusstseins anbieten. Am Ende deiner Reise wirst du Erkenntnis erlangen, du wirst alles begreifen. Was verschlossen ist, wird dir offen stehen. Die 10 Namen lauten Weisheit Shokmah, Verstehen Venha, Liebe Kesath, Barmherzigkeit Tipperath, Macht Gefrath, Sieg Netzah, Ruhm Oth, Fundament Yethath. Yesath. So. Also, wir brauchen 10 Runen. Oh, Königreich, Malkat, Krone Kethar. Geil! Wir haben jetzt neue Informationen für Kalkstein. So, wir haben jetzt zum Beispiel einen, den Malkat. Eine Sephira, die das Königreich symbolisiert. Wir brauchen also mehrere Runensteine. Oder, Edelsteine, die halt verschiedene Sachen aus dem
Buch 1 of Aur symbolisieren. So, ich habe noch das Buch Die geheimen Pforten, das beschäftigt sich auch damit. Alte Leute erzählen, dass vor langer, langer Zeit ein Magier in den Sümpfen lebte. Tag und Nacht grübelte er über seinen Büchern und Pipetten. Es heißt, er suchte einen Stein, der Blei in Gold und Quellwasser in schwarzgebrannten verwandeln kann. Mit anderen Worten, einen Stein, der alle Materie umwandelt. Die Götter reagierten erzürnt, denn in seinem Stolz überschritt er die Grenzen der Sterblichen. So brachte eines Nachts ein schrecklicher Sturm des Zauberers Turm zum Einsturz. Doch er erbaute einen neuen und wirkte Zauber, den Sturm zu binden. Dieser Turm hielt, bis sich in einer Nacht die Erde selbst bewegte und den Turm des Zauberers umstürzte. Doch er erbaute wieder einen neuen und wirkte Zauber, die Erde selbst zu binden. So konnte weder Himmel noch Erde dem Magier etwas anhaben. Ja. Doch eines Tages verschwand er. Manche sagen, er nahm einen Lehrling, was zu seinem Untergang führte. Andere behaupteten, eine Frau sei ihm zum Verhängnis geworden. Wieder andere, seine eigenen Geschöpfe hätten sich gegen den Magier gewandt. Jedenfalls ist der Turm bis heute verschlossen und hütet seine Geheimnisse und niemand weiß, was in seinem Inneren lauert. Oh, böse, böse. Alright, dann sollten wir mit diesen Informationen mal zu Kalkstein gehen. Also, wir müssten jetzt eigentlich mit den Verdächtigen weiterkommen, aber ich finde es auch gleichzeitig wichtig, mit den anderen Quests, die wir so haben, weiterzukommen. Ist ja klar, also parallel. Ist ja jetzt nicht, weil wir jetzt, ja, da müssen wir jetzt ein bisschen rumfuckeln. Wo müssten wir jetzt für Vincent May die Beweise herbekommen? Das ist dann doch etwas zu, wie, was? Wo geht's weiter? Deswegen machen wir jetzt erstmal hier weiter. So, Kalkstein, du altes... Wäre Rubedo nicht besser? Du altes Stück Scheiße, nein. Du alter Typ, du. Keine Ahnung. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Bist du irgendwie immer. Was den Turm betrifft. Was den Turm anbetrifft? Ja? Ich habe neue Informationen über den Turm. Schnell, raus damit! Vor diesem Turm errichtete der Magier zwei andere. Doch beide stürzten ein. Dieser hier diente ihm als Haus und Labor. Das wusste ich bereits. Mehr habt ihr nicht. Der Magier lebte bis zu seinem Verschwinden dort. Wahrscheinlich ist er tot. Er schuf Golems aus Lehm, die ihm dienten, aber keine wirklich bedeutende Leistung darstellten. Das wäre im Einklang mit der Legende des Bewahrers. Es gibt 10 Marksteine, die mit den Elementen und Schicksalsfäden zu tun haben, aus denen das alles entstand. Sephiroth! Also sind die alten Schriftrollen wahr? Ein Buch enthielt Hinweise darauf, wo man die Steine finden kann. Wir müssen alle 10 Sephiroth finden. Einen davon besitze ich. Chokmah, den Stein der Weisheit. Ich nehme an, ich soll die anderen finden. Ja, unweit des Turms findet ihr einen Kreis aus steinernen Obelisken. Wenn ihr alle 10 Sephiroth habt, legt sie auf diese Obelisken. Ach, so nah dran! Was für ein Durchbruch! Ich werde die Theorie dieser pompösen Professoren in Ochsenfurt widerlegen. Ich werde sie vernichten, sie zerschmettern. Kalkstein, regt euch wieder ab, bis ich die Steine gefunden habe, was nicht einfach sein wird. Die Informationen in diesen Büchern sind bestenfalls vage. Tut mir leid. Könntet ihr mir diese Bücher zeigen? Ich werde euch ein paar Notizen machen. Hier. Hier seid ihr. Aha, okay. Ich muss die restlichen 9 finden und sie in den richtigen Obelisken in den Sümpfen einsetzen. Ich habe 2 Sephirote gesammelt. Okay, wir haben jetzt einen von Kalkstein bekommen, den Chokmah, der die Weisheit symbolisiert. Einen haben wir schon. Und die restlichen, die haben wir irgendwie jetzt im Questlog, also als Notizen. Mal gucken, wo wir das hier haben. Würfelpoker? Nein. Mysteriöser Turm. Ich habe 2 Sephiroths geplant. Bleiben noch 8. Die Quest kann ich auf der... Ah, Krankenhaus, genau. Stimmt. Also wer... ich glaube, es kam in den Büchern vor. Kam das in den Büchern vor? Weiß ich jetzt nicht. Die Militele. Die Militele ist eine Gottheit, die jetzt hier zum Beispiel im Krankenhaus verehrt wird und wo... zum Beispiel auch in ein bestimmtes Kloster der Militele geht Geralt auch öfters
Und die Militele hat verkörpert halt drei Gottheiten, drei Körper, sag ich mal. Einmal die Jungfrau, die Mutter und die alte Frau. Und das war ja auch in dem Buch gerade, was ich eben vorgelesen habe, kam das vor. Und ja, das heißt, hier drin in dem Krankenhaus, dort ist so eine Statue. Deswegen müsste dort so ein Sephir zu finden sein. Oder ein Sephiroth. Sephiroth. Da, 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 da. Warte, wie ging nochmal die Musik bei Kingdom Hearts? Da, 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 da. Oh, richtig. Kriegst du echt Krampf. Was mir jetzt noch irgendwie einfällt, wir könnten jetzt nur noch für die eine Frau dort hinten bei Nacht können wir den Geist ihres Mannes am Friedhof plätten, aber das da habe ich jetzt keinen Bock zu. Wir gehen mal zum Deich, denn wir wissen ja, dass Leuwarden einer der Kaufmänner, dem Kaufmann, den wir geholfen haben, vor Visima, dass der sein Unwesen dort treibt und gegen die Salamandra auch ist. Und da wir ja ihn kennen und auch gegen die Salamandra sind, hoffen wir dadurch ein paar Verbündete zu finden. Jo, Salamandra-Abzeichen habe ich. Und jetzt raus hier. Hey, ach, das ist Siegfried. Jo. Geralt, schön euch zu sehen. Wo geht ihr denn hin? Zum Deich. Kein Durchgang. Das verbietet der Hauptmann. Warum? Befehl des Hauptmanns. Redet mit ihm. Meine Herren, so behandelt man keinen Helden. Das ist Geralt, der Hexer, der Visima von einer schrecklichen Gorgo befreit hat. Ein Held? Na, das ändert alles. Er ist fast einer von uns. In dem Fall geht bitte durch, Meister Geralt. Wir trinken im Gasthaus auf euer Wohl. Danke, Siegfried. Eine Überraschung in den Kloaken. Ein Ritter der Flammenrose. Von Kopf bis Fuß in Gestank gehüllt. Normalerweise arbeite ich allein, aber es war eine Gelegenheit, einen Ritter in Aktion zu sehen. Ich muss sagen, er hat sich wacker geschlagen für einen Menschen. Solche Dankbarkeit sieht man nur selten. Die Artworks sehen natürlich im Vergleich zum Spiel viel schöner aus. Was, das ändert alles? Also, weil ich Das ist der Held aus den Kloaken. Das ändert alles. Erst haben sie mich richtig beleidigt. So, ihr kommt hier nicht raus. Hauptmann. Und dann, das ändert alles. Meister. Und dann auch Meister Geralt. Die sind echt doof. Und wenn das alles wäre, was ich gesehen habe? Seid ihr sicher? Ihr verliert die Hälfte eures Goldes. Wartet, da kommt jemand. Das ist dieser weißhaarige Kerl. Er hat uns entdeckt. Vorsicht. Er ist ein Hexer, der ist gefährlich. Endlich die Anerkennung, die ich verdiene. Hexer? Das war ein nettes Schwätzchen. Hört auf, den Dummen zu spielen. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich weiß Bescheid. Und ihr habt mich nie bezahlt. Hier sind 100 Orens. Verratet mich nicht. Warum nicht? Ich helfe Vincent, die geheime Organisation der Salamandra zu zerschlagen. Besonders erfolgreich seid ihr aber nicht. Oh. Weil irgendein Dummkopf dauernd Salamander tötet und unsere Fallen und Pläne sabotiert. Habt ihr eine Ahnung, wer? Nein, aber wenn ich ihn finde, setze ich seinem Treiben ein Ende. Das waren wir doch, oder? Hey, das ist Coolman. Wenn ich Coolman bloßstellen will, muss ich zum Schankwirt gehen. Okay, ja, nee, mit Coolman wollten wir reden wegen dem Paket, oder? Hexer? Außerdem haben wir jetzt auch den Beweis für Vincents Unschuld. So. Ich hatte ein Päckchen für euch. Ich hatte ein Päckchen für euch. Von Haren. Ihr hattet es, aber... Tja, die Stadtwache hat es mir abgenommen. Die Stadtwache hat es mir abgenommen. Verflucht. Warum passiert sowas immer mir? Vielleicht können wir jemanden bestechen. Ihr seid nicht sauer? Stellt einfach nie wieder ein Päckchen für mich zu, ja? Geiler Typ, dass er mir nicht sauer ist. Cool. Okay, Coleman hat mir den Verlust seines Paketes verziehen. Heiße Kartoffel. Also im jeden Fall würden wir das Paket nie Hexer zustellen, weil im anderen Fall Coleman stirbt, hätten wir den Scoia'tael geholfen, damals von Haren, die Waren von Haren wollten. Und ja, interessant. Oh, wir könnten mal mehr über Fistech erklärt bekommen. Erzählt mir, welche Wirkung Fistech hat. Eine kleine Dosis hebt die Stimmung. Wie ein Aufputschmittel.
Größere Dosen bewirken Euphorie, unter Umständen Aggressivität, aber lindern Schmerz und Müdigkeit. Sucht ihr nur etwas Spaß oder wollt ihr ins Geschäft einsteigen? Weder noch. Adieu. Ich wollte nur ein bisschen mehr darüber wissen, was das Zeug... Wollt ihr ins Geschäft einsteigen? Nein, ich wollte nur wissen, was das Zeug... Was für ein Zeug ist, du Depp, ey. Wo ist Leuwarden? Redanischer Kaufmann. Leuwarden, du Sack! Wo ist der Hund? Ist der, ich dachte, der wäre bei Tag hier, der Typ. Hafenhure da, der Clan. Der Clan? Ist das derselbe, dem wir auch geholfen haben? Ich glaube, das ist einfach nur der Bruder oder so, der Cousin. Der ist nicht der Clan, oder? Ihr schon wieder? Die haben euch in die Stadt gelassen? Seid ihr Leuwarden? Der bin ich. Reden wir. Ja? Doch, der kennt mich. Ja. Was haben wir denn hier? Ah, Salamanderabzeichen. Ich denke, ihr zahlt für Salamanderabzeichen. Ich weiß nur noch nicht, warum. Ihr irrt euch. Warum so defensiv? Ich bin ebenfalls hinter den Salamandra her und kann es beweisen. Wenn das so ist, bringt mir 3 Abzeichen. Dann reden wir. Ich habe 3 Salamanderabzeichen. Erzählt ihr mir jetzt von eurer Geheimgesellschaft? Ausgezeichnet. Ich zahle sonst 20 pro Stück. Aber für euch mache ich eine Ausnahme. Ihr bekommt das 10-fache. Großartig. Aber ich würde immer noch gerne wissen, warum ihr Kopfgeldjäger bezahlt, um Salamander zu jagen. Sie sind nicht gut fürs Geschäft. Euer Geschäft? Alle Geschäfte. Hört zu. Es sind Kräfte am Werk, die eure Vorstellungskraft übersteigen. Seid dankbar, dass ihr nicht wisst, wie die Welt wirklich ist. Leuwarden, ich habe schon so viele hochtrabende Reden gehört. Auch eure Worte beeindrucken mich nicht und diese Kräfte sind mir scheißegal. Meine einzige Sorge ist, dass ich die Anführer der Salamandra aufspüre und Asa Javed töte. Das würde ich gerne sehen. Wenn es euch gelingt, dann kommt zu mir und ich belohne euch großzügig. Und solltet ihr die Salamandra vernichten, würde ich euch für eure Bemühungen entschädigen. Es wird gewiss nicht leicht sein. Es ist möglich, dass ich wiederkomme. Ich zähle auf eure Unterstützung. Ich helfe gern, soweit ich es vermag. Auf bald. Ja? Geiler Typ, der hilft uns ja jetzt mega geil. Oh, wir könnten... Er könnte uns vielleicht helfen bei den Sephiroth-Steinen. Oh, weil er sich dafür interessiert für Kunstgegenstände und Kuriosa? Hä? Ich suche die Sephiroth-Steine, habe aber noch nicht alle gefunden. Ich dachte mir, ihr interessiert euch vielleicht für derlei Kunstgegenstände und Kuriosa. Ich habe mal einen gekauft, weil ich dachte, er hätte magische Eigenschaften. Doch dem war nicht so. Und ich habe einem Magier eine stolze Summe für die Untersuchung bezahlt. Dann seid ihr vielleicht bereit, ihn mir zu verkaufen? Meinen Tipperat verkaufen? Ich hänge sehr an ihm. Ich zahle euch einen guten Preis. 500 Orens? Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel wert ist. Aber so sei es. Ich trage den Tipperat als Amulett. Wir können das Geschäft sofort abwickeln. Alles klar. Hier habe ich 500 Orens. Obwohl das ganz schön teuer ist für einen Stein. Dann muss ich mich wohl schweren Herzens von meinem Stein trennen. Mein Ruf würde ebenso wie mein Geschäft darunter leiden, ließe ich den Handel platzen. Der Sephira gehört euch. Aber geil, dass wir jetzt... Was ist denn jetzt passiert? Unsere Haare, was denn jetzt? Seht ihr das auch? Ach du Scheiße, unser Kopf. Jetzt weiß ich auch, warum Geralt nicht so der Schlauste ist. Ah, was ist denn jetzt passiert? Ach du Scheiße, mach das weg. Nee, mach es dran. Wo sind meine Haare hin? Ja? Oh Gott, ich glaube, ich rede also mit ihm. Vielleicht tauchen die Haare wieder auf. Wie ich hörte, sollen Kreaturen den Warentransport gefährden. Ja, ich nehme an, ihr fragt nicht aus reiner Neugier. Ich hatte gehofft, dass jemand für ihre Beseitigung zahlen würde. Ich vielleicht. Der Landungssteg im Sumpf ist wichtig für meine Geschäfte. Wegen dieser Kreaturen musste ich Einbußen hinnehmen. Wie sehen die Bestien aus? Es sind Ertrunkene. Sie kommen nachts raus, zerstören Waren und ermorden Träger. Ich würde 400 Orens zahlen, um sie loszuwerden. Alles klar. Mit dem größten Vergnügen. Oh ja. Oh ja. Reden wir. Ja.
Ja, wie laufen die Geschäfte? Wie laufen die Geschäfte? Glaubt ihr, ich verkaufe Runkelrüben? Ich mache Geschäfte, die ihr nicht einmal erahnen könnt. Verstehe. Ihr seht ohne Zweifel Gespenster. Ich warte hier auf wichtige Neuigkeiten. Lebt wohl. Okay, coole Sache. Jetzt haben wir schon ein bisschen was mehr bekommen. Außerdem können wir jetzt Vincent... Ah, jetzt ist meine Haare, was ist denn los? Oh, jetzt sind wir, nein, jetzt sind wir da, jetzt sind wir weg. Was ist denn das? Was jetzt gerade... Mitbringen? Also aus dieser Sicht sehe ich sie noch, aber jetzt verschwinden sie. Wieso? Kapiere ich nicht. Oh Gott, das sieht ja so grausig aus. Geralt, was ist denn mit dir passiert? Ich glaube, wir gehen mal ganz schnell wieder in die Stadt rein. Ich werde mir sparen. Also wenn ich von nah angucke, sind sie da. Aber von ferne, was ist das denn? Einmal um Coleman anzuschwärzen. Wir können jetzt Coleman bei dem... Weiß ich nicht wieso, aber den können wir jetzt anschwärzen. Es stellte sich heraus, dass er Vincents Spitzel ist. Ach, er ist für Vincent der Spitzel. Ach so, das ist eine sehr nützliche Information. Ich muss zu dem Schankwirt gehen, der sicherlich gern für die Denunzierung bezahlen wird. Aber möchte ich Coleman wirklich bloßstellen? Nee. Der Mickrige sollte es das nicht. Aber wir können zu Vincent gehen, um zu sagen, hey, du bist ja doch nicht schuldig. Ja, die Haare sind dran geklebt. Dranbleiben. Ordentlich Sekundenkleber auf die spitze Glatze. Bah, auf die spitze Glatze drauf gemacht. Leben. So. Außerdem habe ich jetzt... Ich bin wieder total arm, weil ich mir bei dem Antiquar ziemlich viele Bücher geholt habe. Für Pflanzen und sowas. Nur leider nicht für die Pflanzen, die hier wachsen. Ich weiß ja nicht, welche Pflanzen das hier sind, deswegen... kann ich auch nicht genau nach der Pflanze suchen. Das ist doof, bei dem Antiquar. Oder halt nach dem Buch für die Pflanze. Für den, das Buch für die Pflanze, doch, ist richtig. So. Ah. Würde ich mal sagen, wir reden mit Vincent. Was gibt's, Hexer? Vincent, das ist einfach nur so ein Luschi-Name eigentlich. Und das ist der Hauptmann der Stadtwache. Ich weiß von eurer Verbindung zu den Salamandra. Meine Neugier bringt mich um. Ich habe unwiderlegbare Beweise, dass ihr nichts damit zu tun habt. Ich wünschte, das hättet ihr früher gesagt. Naja. Hier ist ein Ring der Stadtwache. Wenn ihr ihn tragt, behelligt euch die Wache nicht. Danke. Wisst ihr noch etwas über die Salamandra? Die Salamandra wollen den Handel mit Fistech übernehmen. Yavit hat gemerkt, dass da viel zu holen ist. Er ist selbst ein Süchtiger. Toll. Hauptsache, da gibt es jetzt irgendwie so einen Ring, einfach nur, weil wir gesagt haben, ey, du bist nicht schuldig. Ich hab dich verdächtigt und du bist halt auch nicht schuldig. Oh, okay. Hier, nimm den Ring. Damit kommst du überall hin. Geil. Ich glaube, den nehmen wir mal und probieren damit ins Krankenhaus zu kommen. Das wäre ja geil, wenn das funktionieren würde. Stimmt, wir können dem ja einen Siegelring zeigen. Hey, aber das machen wir in der nächsten Folge. Na. Wir werden erst einmal mit, am Ende dieser Folge, mit Raimund reden. Denn er hat uns hier angewiesen, entweder Vincents Schuld oder Unschuld zu beweisen. Und jetzt haben wir seine Unschuld bewiesen, deswegen bleibt ja irgendwie keiner mehr übrig. Wir haben keine Verdächtigen mehr. Er wippt da so rum wie so ein Bekloppter, hä? Es geht ab. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. So. Ich habe den Hauptmann der Wache befragt. Irgendwelche Schlussfolgerungen? Ich glaube, er ist unschuldig. Erstaunlich. Er hat euch doch hoffentlich nicht eingewickelt. Da seid mal ganz unbesorgt. Vincent ist es nicht. Gut. Ich streiche ihn von der Liste der Verdächtigen. Vorerst. Er verbirgt etwas, so viel ist klar. Aber da kümmere ich mich später drum. Was ist mit den anderen Spuren? Es gibt keine Spuren mehr, oder? Außer dem Gefangene. Genau, der Gefangene im Krankenhaus, stimmt. Aber wir können ja jetzt mit dem Ring ins Krankenhaus, stimmt. Das ist unser letzter Hinweis. Oder? Gesucht. Neuwadenbutt an mir. Nein. Wie sieht man vertraulich? Ich muss den Zeugen befragen. Ja, alles klar. Das ist unsere letzte Chance, irgendwelche Hinweise zu bekommen. Darauf zu bekommen, warum ich Attentäter auf den Hals gehetzt bekommen habe. Aber das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Ich bin der Ameisenkönig, wir spielen The Witcher. Wenn euch diese Folge gefallen hat, drückt auf Gefällt mir unter dem Video und dann
kriegt der hier direkt nächsten Folge einen Ring richtig in die Fresse. Also wir zeigen dem, okay, wir zeigen dem aber richtig von nahem, also von so einer Entfernung von 0 Zentimetern. Hier ist er, dein Ring. Ah, ich lasse dich schon rein. Alles klar, macht's gut, ciao. Drecksplagen, verzieht euch. Ich bin sehr klug.